Wegen eines ganz bestimmten Anlasses haben wir heute die Botschafterin eines Kollektivs unter uns. Es geht nämlich um wissenschaftlich, oh, es wird ganz schön leise, ist ja toll. Es geht um wissenschaftliche Grundlagen des Festivals Stadt im Fluss. Wer ahnt denn jetzt schon, wer hat das schon mal gehört aus Esslingen kommend? Stadt im Fluss ist ein Begriff, wunderbar. Alles Weitere erfahren wir jetzt gleich. Das Festival findet statt vom 28. bis zum 30. September in diesem Jahr. Und heute haben wir die Erziehungswissenschaftlerin, Philosophin und Germanistin, die in Stuttgart und Tübingen studiert hat, aber auch Kunst und intermediales Gestalten an der Akademie der Bildenden Künste studiert hat unter uns, und zwar Sarah Dahme. Herzlich willkommen, dass du da bist. Die Möglichkeit vom Leben. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, schönen guten Abend. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich jetzt außer Konkurrenz auftrete. Das wundert mich schon auch, muss ich sagen. Aber gut. Nee, das liegt daran, dass ich das Thema, das ich heute vortrage, erstens nicht alleine erarbeitet habe und zweitens nicht bis zum Schluss. Und das gucken wir uns aber noch an, warum das so ist. Und ich habe auch erst heute Nachmittag mitbekommen, dass man Bilder benutzen darf, um so die Herzen des Publikums zu gewinnen. Ich hatte jetzt nicht so viele, aber das ist immer mein Lieblingsbild, das ist mein Auto. Ja, finde ich immer ganz schön. So. Ja, wir haben ja heute hier auch so ein demokratisches Moment. Also ihr seid heute da, um euch so in diesen kleinen Gruppen, die ihr gebildet habt, auszutauschen über die Redner oder Rednerinnen, wie sie sich so präsentiert haben und die Themen, ob die jetzt griffig werden, nachvollziehbar oder immer noch schwammig sind. Und genau um solche Prozesse geht es eigentlich auch in diesem Projekt, das dann eben ein bisschen anders heißt als nur die Stadt im Fluss. Es basiert tatsächlich auf einer, oh Gott, die Rückkopplung, gell? Wir könnten auch einen spontanen Slam zur Rückkopplung machen. Kennt ihr das? Rückkopplung? Kupplung, Rückkopplung, nicht das Gleiche. Ich habe gelernt, man muss so ein bisschen Witze machen. Die ziehen aber nicht so, gell? Macht nichts. Okay, jetzt will es nicht. Jetzt machen wir das so. Sieht voll seriös aus. Ist total alt, und zwar über 500 Jahre, kommt aus so einem schönen handgemalten, mundgemalten, fußgemalten Buch. Mönche haben früher noch sinnvolle Dinge gemacht. Und hier, das ist ein ganz hübsches Büchlein, das man sich gar nicht mehr leisten kann, leider, weil es nicht so viel davon gibt. Naja, eins. Und es ist die Grundlage unseres Projekts ist eine Forschung, die eben tatsächlich im Mittelalter stattgefunden hat, von einer Dame, die wir hier sehen. Da sitzt sie, denkt und schreibt gleichzeitig, Multitasking. Sie hat auch einen kleinen Köter neben sich sitzen. Bedeutet nicht, dass sie tierlieb ist, sondern hat eher was mit der Treue ihrer Gedanken hinsichtlich der Idee, die sie da verfolgt, zu tun. Aber das kennt ihr sowieso. Es ist Christine de Pizan und sie kommt aus Italien und hat ein Buch geschrieben, das heißt Stadt der Frauen. Dieses Büchlein, das möchte nicht mehr, gell? Ach, man hat es ausgemacht. Das ist doch Boykott. Stadt der Frauen kann man sich so vorstellen, finde ich auch gut, gar kein Ding. Das ist irgendwie auch so halbwegs korrekt, wie die dargestellt sind, oder auch gar nicht, darüber könnte man jetzt diskutieren. Dieses Buch wurde tatsächlich 1405 geschrieben und wenn man das heutzutage liest, dann wundert man sich sehr, dass wir heutzutage bei Stadt der Frauen eher an sowas hier denken. Das hier wäre sozusagen die grundlegende Basis für die Diskussion, was ist eigentlich das Problem an der Frau? Es geht nämlich grundsätzlich um das Konstrukt der Sexualität, und zwar in unserer Moderne. Zu Zeiten, als das Buch geschrieben wurde, wurde das gar nicht so diskutiert. Da war es eigentlich normal, dass man mit all dem, was man gut fand, Spaß hatte oder auch keinen Spaß. Da ging es eigentlich nicht darum, was für eine Art von Geschlecht man in sich trägt oder worauf man reduziert wurde. In unserer Zeit der Moderne hat es dann irgendwann Überhand genommen und deshalb habe ich permanent ein Problem damit, eine Frau zu sein, Männer eher nicht. Und dieses Konstrukt, es geht genau darum, sich zu überlegen, was ist eigentlich die Problematik daran, woran lässt sich das definieren, sind es tatsächlich nur die Äußerlichkeiten, da gibt es dann so Spezialfälle wie Hermaphroditen, da kann man das dann nicht mehr zuordnen und wer weiß, wie viele genderspezifische Zuordnungen gibt es momentan so weltweit? Sind knapp 70, ja, also kann man sich was aussuchen. Ist nicht so schwierig. Also diese Problematik mit der Kategorie Mann und Frau, das wollen wir einfach übergehen. Hier nochmal so ein kleiner Ausschnitt aus dem Buch. Man sieht auch, dort hat man sich tatsächlich Mühe gegeben mit schönen Illustrationen, also hier Bildwitz, nicht Wortwitz, weil das ist ja nicht so meins, das Ganze irgendwie dem Publikum nahezubringen. Ja, und man sieht, es ist ganz liebevoll ausgestaltet, man hat sich da Mühe gegeben. Es geht hier
Man erkennt, das ist ein ganz klassisches Symbol aus der Antike auch. Es ist im Prinzip was Ähnliches wie David und Goliath, ein Mächtiger, ein Unmächtiger. Und wie kann man eigentlich diese bestehenden Hierarchien auflösen? Also vielleicht geht es euch ähnlich. Ich kann jetzt nur als Frau sprechen, weil ich dem zugeordnet wurde. Ich habe da nicht nachgefragt. Diese Problematik, dass man bestimmte Dinge gar nicht in Frage stellt. Ja? Also, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo man diskutieren muss, warum Männer oder Frauen unterschiedlich verdienen, das ist eigentlich schon eine Unverschämtheit. Aber wir sind da immer noch. Also wir arbeiten uns an der untersten Ebene ab. Der Mann in der ersten Reihe geht schon, da hat er recht. Das sind nämlich tatsächlich Themen, über die will man gar nicht diskutieren. So, pass auf, es geht weiter. Jetzt kommt der Cliffhanger, nämlich diese wunderschöne blonde Frau auf Game of Thrones. Die hat nämlich einen anderen Weg gewählt, nämlich den gewaltvollen Weg. Natürlich kann ich mir auch sozusagen Machtstrategien aneignen, indem ich meine Gegner mir vereinnahme oder einverleibe. Beim Kannibalismus macht man das ganz gerne. Also der Gegner wird am Ende gegessen, um sich die Kräfte des Körpers sozusagen zu übertragen. Und das ist eine ganz beliebte Strategie. Hier wurde das ein bisschen verschönt. Also Game of Thrones ist dann doch nicht so brutal, wie wir uns das alle wünschen. Man sagt ja mal, es sei so blutrünstig, das könnt ihr auch abends gucken, macht gar nichts. Und da gibt es dann so eine Szene, da isst sie nicht ihren Mann, sondern dieses Pferdeherz, aber eigentlich steht es im Prinzip für diesen Hengst, den sie da niederreitet und der dann dahin stirbt. Und mit all dieser männlichen Gewaltpotenz aus seinem Penis rettet sie dann das ganze Weltreich. Bis dann diese Drachenproblematik, habt ihr das alles schon geguckt bis dahin? Egal. Ja, genau. Also, dieses rituelle Aneignen des Gegenübers kann eben in diesem evil-bösen Moment enden. Aber wenn wir hier über die Stadt der Frauen sprechen, dann geht es uns nicht um gewaltvolle Lösungen, sondern die Frage wäre tatsächlich auch nicht, dass man sozusagen in einen Moment des Selbstmitleides verfällt, wie hier Diodemus. Das sind diese berühmten Pferde, die ihren Herren gefressen haben. Also auch wollen wir sozusagen die Machtverlagerung nicht auf ein Objekt übertragen, das uns fern ist und nicht der Frau zuzuordnen ist, also quasi andere Machtstrukturen, sondern wir wollen uns diese Machtstrukturen auf eine gewisse Art und Weise aneignen. Hier sieht man, auf welcher Grundlage das Ganze passieren könnte. Das ist so hübsch illustriert, gefällt mir. Man kann hier auch so Pointer machen, gell? Supergeil. Mann, oh Mann. Also, hier haben wir diese Geschichte mit der Grundsteinlegung. Das seht ihr hier. Auch Frauen können anpacken und arbeiten offensichtlich und sie sehen verdammt gut dabei aus. Also man kann halbwegs gut angezogen vernünftige Arbeit leisten. Da wird also der Grundstein dieser Stadt der Frauen gelegt und die drei Damen, die man hier drüben sieht, das sind sozusagen diese Allegorien. Das ist einmal die Vernunft, das wird der Frau ja grundsätzlich nicht so zugeordnet. Die Gerechtigkeit, die kann man sich heutzutage zum Glück kaufen. Und die Rechtschaffenheit, das weiß, glaube ich, niemand mehr, was das eigentlich bedeutet, aber man könnte sich was dazu überlegen oder Google fragen. Siri weiß es bestimmt auch. So, das Ganze, wenn man also diese Grundsteinlegung, jetzt werdet ihr aber sehr still. Ja, die Nippel, Entschuldigung, sieht man. Ja, also hier ist es nämlich so, dass die Grundsteinlegung quasi dann ja sozusagen zum orgiastischen Ideenort einer Zukunft werden könnte. Aber es geht nicht um dieses rauschhafte, auflösende, dionysische Moment, sozusagen dieses so, ich überschwemme alles mit einer Weiblichkeit und einem sexuellen Moment, sodass die Männer gar nicht mehr anders können, als zu folgen, wie beim Rattenfänger von Harlem, sondern es geht vielmehr um eine Auflösung. Und die muss man scharf anvisieren. Ja? Den Film habt ihr hoffentlich schon mal gesehen. Er ist eher antilinear erzählt, aber das ist wie bei meinem Vortrag. Das scheint eher so ein Kunstprodukt zu sein. Das hat nicht so viel mit Wissenschaft zu tun. Auf jeden Fall geht es am Ende darum, dass man sich einen Diskurs eröffnet. Und in diesem Diskurs geht es um die Frage nach der Möglichkeit vom Leben und vom Leben mit einer Begierde. Und diese Begierde ist was ganz tief in uns drin steckt und der wir oftmals gar keinen Raum geben und gar keinen Platz einräumen. Und die Möglichkeit wird dann bestehen, wenn diese Stadt der Frauen hier in Esslingen ihren Grundstein legt, sozusagen Form annimmt, dann kann man all dem eben Platz geben. Weil am Ende vom Tag geht es eben nicht darum, dass ich sage, ich bin eine Frau, sondern ich entscheide mich dazu, eine Frau zu sein. Also all die, die sich jetzt exkludiert gefühlt haben mit dieser Problematik, mache ich da Lehrer, Lehrerinnen, Forscher, Forscherinnen, Forschersternchen und sowas. Im Prinzip geht es nicht um die Genderzuweisung der Problematik, ob man jetzt Frau ist oder nicht, sondern eher um eine Art Empfinden.
Und da ein Ungleichgewicht in unserer Gesellschaft ganz offenkundig besteht, wäre es ja sinnvoll, dieses Ungleichgewicht auszugleichen, indem sich alle die, die sich bisher nicht als Frau sozusagen spüren oder fühlen, sich einfach mal ganz mutig dazu entscheiden, Frau zu werden und somit zu einer Schafferin einer neuen Welt. Und dazu laden wir zusammen mit eben ganz vielen Leuten hier in Esslingen ein, weil wir haben keine Lust, quasi wie Kalishi mit den großen Drachen anzukommen und diese Stadt zu belagern und einfach was draufzusetzen, was dann irgendwie fremdbestimmt und von woanders kommt, weil dann würden wir nichts besser machen als das, was schon besteht. Sondern die Idee ist die, dass wir euch alle aus Esslingen teilhaben möchten, also lassen möchten. Und deshalb sind alle diese Stadt. Und es geht tatsächlich darum, um diese Aneignung dieser Machtorgane, also vom Rathaus bis hin zur Schaffung eines Parlaments und einer Verfassung. Und wir haben auch einen, man nennt es dann Stammtisch. Ja, genau. Wir machen einen Stammtisch und dieser Stammtisch, der findet am 14. Mai statt. Und wir treffen uns einfach vor dem Rathaus, dem symbolischen Machtzentrum dieser Stadt, das wir dann eines Tages aushebeln werden, nämlich im September. Und dazu laden wir herzlich ein. Man muss weder wissen, wie das mit der Schweißtechnik und dem Schwitzen funktioniert. Man muss auch nicht wissen, dass man nicht so viele Bananen essen kann, um dann am Krebs zu sterben. Man braucht auch keine Ahnung davon zu haben, wie Vorträge funktionieren, damit wenigstens einer im Publikum lacht. Man kann einfach kommen, wenn man Lust hat, Teil davon zu sein, etwas Neues zu schaffen. Mehr habe ich jetzt auch gar nicht zu sagen. Ich mache da gleich noch so einen politisch-aktionistischen Moment. Da dürft ihr nicht erschrecken. Habe ich noch ein Bild? Ja, das Danke-Bild. Also keine Katze, sondern ein Baby-Panda-Bär, weil vielen Dank, dass ihr es ausgehalten habt. Wenn ihr jetzt abstimmen könntet, hätte ich wahrscheinlich verloren. Egal. Vielen Dank. Bis bald. Schönen Abend. Sarah Dahme vom Theater Rampe. Vielen, vielen Dank für diesen Einblick.